Hallo und herzlich willkommen bei Tornon, das ist der Mero, ich bin Jens und heute geht es um Wireless Charging Platten. Das ist nicht, wie es funktioniert. Nee? Nee. Okay. Mir wurde in einer Instagram-Werbung nämlich die Nomad Base Station mit der Apple Watch Edition angezeigt. Die Base Station 4 oder 5? Base Station sure. Apple Watch. Ja, okay. Es wird heute nicht besser mit dir. Sorry. Und die fand ich spannend und habe dann einfach Nomad angeschrieben, gefragt, ey, habt ihr mal ein Sample für mich? Die haben mir dann gleich dieses ganze Paket hier geschickt. Das ist für die Apple Watch und fürs iPhone so ein Ding. Und ich dachte mir, Mensch, was kann denn so ein kleines Ding eigentlich? Ich habe es mir viel größer vorgestellt. Ja. Aber du kannst wirklich alles da draufpacken. Also kannst hier die Apple Watch laden, du kannst hier dein iPhone laden und dann kannst du hier noch deine Kopfhörer laden und dann lädt das alles. Ja. Aber wie du gerade schon siehst, die Apple Watch lädt jetzt. Mhm. Das Smartphone habe ich hier raufgepackt, aber ich müsste es noch genau positionieren, damit es dann auch wirklich lädt. Also das Display geht nicht an. Ja. Und hier sehe ich es jetzt gerade nicht, ob es das wirklich lädt. Ich habe jetzt die AirPods noch nebenbei in meiner Jacke hängen. Ja, ja. Aber wenn ich alles richtig positioniere, lädt auch alles gleichzeitig. Okay. Voll praktisch. Produkt kostet aber 120 Euro. Scholli. Ist ein stolzer Preis. Mhm. Ist aber auch schön verarbeitet, ist schwer. Das fühlt sich sogar an wie Leder hier so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich Leder, weil die hier das alles als echt Leder rausgeben. Mhm. Aber man sieht hier auch noch mal die, also ich habe das jetzt ungefähr seit 2 Wochen um und man sieht schon, dass es ordentlich benutzt ist. Ja. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Leder-Fan und Freund. Ich weiß nicht, ob das so aussehen soll. Bei der Rückseite von dem sieht das allerdings dann schon wieder besser aus. Also es sieht dann wirklich nach benutzt und so aus. Okay. Da kann ich es nachvollziehen, bei dem Ding nicht. Aber die können nichts Besonderes, das Case und das. Die können nichts Besonderes. Also die haben, ich habe auch das Gefühl, wenn ich das Smartphone jetzt ohne Knack. ohne Hülle raufpacke, dass es sofort lädt mit der Hülle. Das ist nichts irgendwie drin, was das noch erweitert, sondern es fühlt sich schon schwerer an. Ja, ich muss dann schon rumspielen. Wenn ich es allerdings so raufpacke, lädt das fast immer sofort. Mhm. Also ich musste rumspielen, bis ich einen richtigen Punkt gefunden habe. Das ist irgendwie schade. Ja. Aber lassen wir das mal hier. Weil ich kenne das, aber ich habe auch so eine ganz kleine Wireless-Charging-Station, so eine kleine Runde. Und da muss ich auch immer mal gucken, wo genau das ist. Ich kenne das aber zum Beispiel auch vom NFC-Chip, wenn ich irgendwie Apple Pay benutzen will im Laden. Mhm. Muss ich auch gucken, dass ich eher so den oberen Teil an den Dingen halte. Also das ist immer so ein Ding. Also je größer und so die Spulen sind, desto besser. Aber darum geht es ja in diesem Video gar nicht. Die Frage ist, sind denn alle von diesen Wireless Charging Platten so? Und ihr habt das im Intro schon gesehen, wir haben ein paar zur Auswahl. Apple hatte vor 2 Jahren ungefähr diese AirPower vorgestellt. Oder vorgestellt ist gut, ja. Angekündigt, dass das mal kommt. Ja. Von Apple zertifiziert, so eine Ladeschale, aber die hat es bis heute nicht geschafft. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass ich auch hier so ein paar Probleme hatte? Denn hier sind 3 Spulen drin. Okay. Das heißt, ich kann theoretisch jetzt hier, da und da was raufpacken und hier noch was dranhängen. Mhm. Aber das ist erstens viel zu klein und viel zu schwierig, den richtigen Punkt zu finden. Ja, und diese Spulen kommen sich wahrscheinlich dann auch teilweise vielleicht bei der Herstellung irgendwie ins Gehege und man muss das wahrscheinlich richtig eichen, was auch immer. Das scheint nicht so einfach zu sein, wie man denkt. Ja, was auch immer das Problem da ist. Wir haben jetzt hier nämlich zum Beispiel noch ein paar zur Auswahl, die wir hier mal hinstellen können. Du hattest vorhin auch schon gesagt, das Schöne ist, wir reden gerade von Wireless Charging und hier sind überall Kabel. Genau, also ganz ohne Wire läuft es noch nicht. Ich habe vorhin auch schon theoretisiert, ob man eine Wireless Charging Station wireless mit Strom versorgen könnte. In Wireless Charging wäre das dann. Das ist mir zu viel. Ja, okay. Aber was haben wir denn hier? Erzähl doch mal. Wir haben, ich muss mal die Packung, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Wir haben hier einmal von Layer X. X-Layer. Diese große Platte hier in Weiß aus Plastik kostet ungefähr 60 Euro, damit ihr auch mal so einen Preisvergleich habt. Okay. Und ihr habt ja auch so 3 Punkte. Mhm. Hier, da und dort könnt ihr was rauflegen. Ich habe jetzt hier mal einfach ein Android-Smartphone aufgepackt, lädt sofort. Mhm. Das funktioniert, ist genauso groß. Ich schmeiß das hier mal rüber. Und hat einen proprietären Anschluss, Stromanschluss. Das heißt, ihr braucht immer so einen bestimmten Stromstecker. Ja, gut. Finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt, aber immerhin tut es genau das, was es soll. Okay. Nachteil, du kannst jetzt natürlich keine Apple Watch hier einfach drauflegen und dann lädt die. Ebenso wenig kannst wieso du hier, nicht? Kannst du das, warum? Ja, da kommen wir gleich mal zu. Okay. Ebenso wenig kannst du jetzt hier eine Galaxy Watch draufpacken und sie laden. Das funktioniert nicht. Das ist also nur für Smartphones oder eben für sowas, die Dinge gedacht, die ganz einfach mit normalem Qi funktionieren. Normales Qi. Ja, seht ihr auch hier, dass es dann rot lädt. Ja.
So, dann haben wir für 65 Euro. Andersrum. Für 65 Euro, ungefähr mal 67 mal 68 Euro von Samsung die Wireless Charge Duo. Das Wireless Charge Duo Pad. Ja. Ist natürlich für Samsung Smartphones hier perfekt. Funktioniert wunderbar auch mit der Galaxy Watch. Die packst du drauf und die lädt sofort los. Geht aber auch mit dem iPhone, habe ich gesehen. Also ich kann auch hier dieses, das ist ja, da steht drauf Fast Charge 2.0. Genau. Kann ich auch hier mit rauflegen und lädt auch. Auch das funktioniert. Mein iPhone. Wunderbar. Ja. Kostet wie gesagt 65 Euro, sieht ein bisschen hübscher aus, finde ich. Ja. Und hat für mich den ganz großen Vorteil, dass ich mit Type-C das Ding einfach befeuern kann. Mhm. Das heißt, du hast auch nur dieses kleine Netzteil, also klein oder groß, das könnt ihr selber entscheiden, aber ihr könnt das mit so einem ganz normalen Netzteil, das du ja meistens eh bei hast, ganz normal aufladen. Was ich auch noch gut finde, ist, es leuchtet hier eine Lampe dran, wenn es lädt. Das ist hier nicht so. Und das heißt, du siehst auch, es passiert was. Ne? Und du hast nicht so eine Netzteile. Ja, genau. Ja, das sind immer Dinger, die alles vollstellen. Ihr kennt es wahrscheinlich auch. Ja. So. Und dann haben wir zum Schluss noch den, ich muss das ablesen, TerraTech Charge Air All. Was ist das für ein Name? Habe ich mir ausgedacht. Halt, ja. der ist spannend, weil der sieht so aus. Super. Erstens kannst du per Type-C aufladen oder befeuern. Du hast drei Modi, die auch direkt hervorgehoben werden. 5 Watt, 10 Watt und Watch. Packen wir doch mal eine Watch drauf. Die funktioniert nicht. Die wird auch eher wie so von Magnet so abgedrückt. Krass. Ja, also krass. Das hat es mal wirklich jetzt nur so. Ja, ja. Man sieht das richtig weggedrückt hier. Hat aber auch nicht die gleiche Form wie auf der Abbildung. Ja, dann nehmen wir doch mal die Apple Watch. Die hält direkt drauf und die lädt auch sofort. Schau dir das mal an. Das heißt, sie haben die Zertifizierung, dass sie die Apple Watch laden dürfen. Das ist nämlich die Krux an der Sache. Ja. Deswegen sind die Dinger auch ein bisschen teurer. Hier übrigens 70 Euro. Oh. Weil Zertifizierung für Apple Watch. Ja. Und du kannst halt andere Geräte darauf laden. Hier 10 Watt, 5 Watt und das Ding lädt sofort los. Dann kannst du die Apple Watch draufpacken. Nachteil hierbei, wie ich finde, der ist nicht so schön. Ja, das stimmt. Der ist ein bisschen schmal und nicht so schön. Der ist eher für praktisch Veranlagte oder wenn du es irgendwo so einbetten willst. Ja. Kann ich die Apple Watch auf dem Samsung-Ding laden? Nein. Kann ich auch nicht. Nein. Weil die auch nicht die Zertifizierung haben. Guck dir das an. Das ist aber schon, das ist ja so. Also eigentlich, theoretisch kannst du. Hast du hier die die Qi-Ladefunktion drin, aber das Zertifikat, um das auch wirklich zu unterstützen, das müsst ihr, darauf müsst ihr achten, wenn ihr euch so eine Dinger kauft. Wenn ihr also eine Galaxy Watch habt, achtet darauf, dass die Galaxy Watch unterstützt wird. Wenn ihr eine Apple Watch habt, achtet vor allem bei Apple drauf, weil die mit Zertifikaten um sich werfen, beziehungsweise dass die Unternehmen müssen Zertifikate bezahlen. Ja. Achtet darauf, dass die Zertifikate hier irgendwie mit bei sind, dass ihr seht, aha, unterstützt die Apple Watch. Weil ansonsten kann es sehr gut sein, dass, obwohl es mit dem Qi-Standard funktioniert, eure Uhr nicht aufgeladen werden kann. So, und das ist es eigentlich schon. Ich bin mir nicht sicher, ganz ehrlich, ob ich 120 Euro für das Ding bezahlen würde. Ich habe jetzt gesehen, dass es eine neue Version davon gibt. Auch noch. Da hast du hinten noch so USB-Anschlussmöglichkeiten. Okay. Also, das ist dann quasi ein USB-Hub, ja, der andere Sachen auch noch laden kann. Mhm. Das kostet aber gleich 150 Euro. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Vor allen Dingen, weil es gibt natürlich mit dem Qi-Standard auch günstige Alternativen, ne? Ich habe wie gesagt so ein Ding für 5 Euro. Ja. Ich kann mir auch in jedes Zimmer eine reinlegen für jeweils 5 Euro und komme immer noch günstiger weg als für einen so ein Teil. Ja. Und kann dann auch mehrere Geräte damit laden. Ist halt ein bisschen die Frage, was man will. Klar, die sehen dann teilweise nicht so schick aus oder was auch immer, können manche Sachen nicht. Und vielleicht sind sie auch nicht entsprechend zertifiziert. Ich habe jetzt keine Apple Watch. Mhm. Ich habe das iPhone, das sich wireless chargen lässt. Das finde ich auch extrem cool. Das ist für mich auch tatsächlich ein Grund. Ich habe neulich überlegt, ich mag dieses schwere Glas und so, das Zerbrechliche, das finde ich eigentlich auch blöd. Mhm. Aber was ich super finde und worauf ich nicht verzichten will, ist das Wireless Charging mittlerweile. Aber dann nochmal irgendwie über 100 Euro für so eine Station ausgeben. Ich bin fast froh, dass es das nicht von Apple gibt, muss ich sagen. Weil da würde ich noch viel mehr Geld ausgeben für eine Funktion, die eigentlich auch sowas Günstiges wie, keine Ahnung, sowas hier oder noch was Günstigeres erfüllt. Also ja, schwieriges Thema, muss ich sagen. Aber geben wir die Frage doch mal weiter. Würdet ihr euch lieber eine hochwertige Base kaufen, in der ihr mehrere Sachen laden könnt? Oder seid ihr eher die Person, die
überall ihr Telefon oder ihr Gerät kabellos laden möchten, dafür aber für 5 oder 10 Euro einfach 4 von den Dingern in der Wohnung verteilen. Ja. Und dann kann man sie überall laden. Genau, man kann natürlich auch, doch gerne mal. Schreibt es unbedingt gerne rein. Man kann natürlich irgendwie auch mal 10 Euro mehr ausgeben, wenn man jetzt irgendwie halt ein bisschen Fast Charge-mäßig noch ein bisschen mehr abgehen will. Mhm. So. Aber ich glaube, so 60 bis 100 Euro finde ich dann schon krass für sowas. Aber das sieht jeder anders. Ich finde auch, das ist ein harter Preis. Und ich war halt nicht bereit, jetzt zum Testen mal eben 120 Euro zu bezahlen, um zu gucken, ob das was für mich ist. Mhm. Deswegen bin ich da dankbar, dass ich das testen kann. Aber ich habe sie wirklich größer vorgestellt. Die Werbung war auch so, dass man das Telefon auch so rauspackt. Aber es ist halt, und man sucht dann auch den Platz, wo man es lädt. Leder. Das war weird.